4, 3, 2. Und dann sind wir da mal rein. Zur rechten einmal gleich das Bad. Mit Badewanne. Ja. Handtuchhalter. Die Sauna-Bademäntel. Mhm. Die gibt man ja umsonst. Ja. Also man muss sie natürlich danach wieder abgeben. Ansonsten gibt es hier eine kleine Nische, wenn man sich mal einen Tee zubereiten möchte. Die provisorische Küche. Ja. Wie gesagt, hier muss man mal drüber hinweg gucken. Das ist ja auch schon ein gebrauchtes Hotel. Hier gibt es ein kleines Zimmer nochmal extra. Das ist dann das Schminkzimmer. Ja. Schminkzimmer, genau. Gut. Hier ein sehr imposantes Fenster. Was man nicht aufmachen sollte. Das steht dann hier. Und hier sind wirklich viele Insekten. Oh ja. Und hier sieht man unten wieder alles aufs Golfen ausgelegt. Ein kleiner Schreibtisch mit Kühlschrank und Minibar. Der nicht staubig ist. Fernseher ist im Schrank. Yes. Ja, und das war dann auch schon das Zimmer. Das ist jetzt ein Dachgeschosszimmer hier. Mit Kronleuchter. Der Patsch ist nicht hier. Ja, und dann sind wir auch schon mit dem Zimmer durch. Bibi, die Lampen nehmen wir doch mal mit, oder? Ja, die könnten wir eigentlich mitnehmen. Das fällt auch nicht auf. Bei Lampen gibt es ja reichlich. 1, 2, Raum. Und jetzt gehen wir gleich noch zum, also unten im Schwimmbadbereich. Da werden wir noch mal kurz einen Schwenk machen. Ja, und dann geht's ab in den Pool. Hallo! Jetzt laufen wir zum, es ist, wie heißt der Tell? Teteroer See. Teteroer See. Ja, das ist hier so ein Highlight. Also eigentlich so das einzigste Highlight, aber wollen wir uns mal angucken. Ob man es als Highlight betiteln kann, das steht in den Sternen. Baby? Ja? Du hast mir versprochen, wir rutschen heute noch. Ja, bitte. Ja, wiederkommen. Und sehen. Aber hier hinten sieht man mal ganz gut auch nochmal das Hotel. Mit Schwimmbad? Außenschwimmbad. Außenschwimmbad. Aber alles beheizt. Also Wellnessbereich mit Schwimmbad und den Saunen ist wirklich schön. Aber das gucken wir uns nachher nochmal an. Jetzt wollen wir erstmal zum See. Ja. Also für alle Golffans, hier gibt es dann irgendwie ein 18-Loch. 18-Loch und 9-Loch. Und ein 9-Loch. Ja.
Auf der Fahne steht 18 drauf. Aber wir müssen jetzt sagen, weil wir halt nicht die Golfspieler sind, laufen wir halt zum See. Minigolf gibt es hier leider nicht. Nein. Schade. Hier kommen wir gerade zum Abzweig. Und hier geht es einmal rechts. 9-Loch-Platz. 9-Loch-Platz? Aber wir wollen ja zum See. Das ist dann immer geradeaus. Dann melden wir uns dann, wenn wir angekommen sind, wa? Ja, das kann dauern. Guck mal selbst, der Weg hat einen Namen. Sehr einfallsreich. Ja. Ein Dümpel. Mm. Und links ist der 18-Loch-Golfplatz. Mhm. Landschaftlich ist es wunderbar ruhig hier. Gute Landluft. Ja, davon wird man schnell müde. Am See angekommen. Ah, der Steg. Und hinten? Ganz viele Möwen. Ich wollte euch die nochmal zeigen, bevor sie gleich wegfliegen. Wollen wir rauf? Ja. Gut. Natur pur, ja. Oh ja. Vor allem macht bestimmt auch Spaß, Banane fahren. Die erste ist schon weg. Das sieht aber doch so schlimm aus. Fischchen. Wirklich weit und weit nicht. Der Steg sieht hier nicht wirklich schön aus. Voller Kacke. Möwenkacke. Ja, und da sind wir gekommen. Müssen wir wieder zurück. So, jetzt haben wir euch auch mal den See gezeigt hier. Ja. Hier ist ordentlich groß. Ja. Aber das war es dann eigentlich auch hier. Ja, mehr gibt es hier nicht. Also. Wir werden dann gleich wieder zurück und dann zeigen wir euch nachher mal den Wellnessbereich noch. Gut.
Ja, unser Fazit für dieses Hotel. Also wir kommen gerade vom Armbrot. Naja, ich weiß nicht, ob man das wirklich Armbrot nennen kann. Also A hat es ewig gedauert. Also es gab ja wieder ein Drei-Gänge-Menü. Da war ein Abstand von der Zeit, was waren das, 20, 25, 30 Minuten ungefähr, bis das nächste überhaupt kam. Und die Portionen sind sehr, sehr mickrig. Also das ist ja eigentlich... Man geht im Endeffekt wirklich hungrig raus. Ja. Man hat ja nicht viel Auswahl. Wir haben euch auch extra noch mal eine Karte mitgebracht, damit man sieht bei Haiping, wie das Ganze dann überhaupt aussieht. Moment. Nee, mach mal. Was? Nee, das ist schon. So, mal gucken, ob das hier so sieht. Da steht dann nämlich Datum, was es erstes gibt. Vorspeise, Hauptgericht und das Dessert. Naja. Und das ist halt alles festgelegt. Und dann gibt es noch was zum Trinken. So viel wieder zum Thema. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und das ist ein absolutes No-Go. Es war egal, in welchem Hotel wir bis jetzt waren, das hatten wir noch nicht gehabt. Nein. Also entweder man isst es oder man geht halt hungrig weg. Also probiert man sich das irgendwie runterzuqueren. Das ist wirklich so die größte Enttäuschung. Wie du schon meintest. Man isst das, nee, wie war das? Man isst das, was auf den Tisch kommt. Ja. Oder man hat Pech gehabt. Ja. Vor allen Dingen die Frechheit auch, da haben sie ja noch gesagt, die Speisekarten dürfen sie uns nicht aushändigen. Nur das hier. Und was ja auch noch dazu kommt, ist, es gibt hier viele Gäste noch. Die gehen halt ohne Halbpension da rein und bestellen sich die Portion. Und die haben wirklich locker mal das Doppelte auf dem Teller von dem, was wir bekommen. Wenn nicht sogar das Dreifache. Und das geht gar nicht. Wir sind jetzt wirklich schön hungrig weggegangen, haben zum Glück noch ein paar Kekse dabei und ein paar Chips, damit wir irgendwie hier über die Runden kommen. Aber das ist echt ein Armutszeugnis für ein Hotel. Ja. Und das ist jetzt erstmal kurz so das Fazit zum Armbrot gewesen. Ah, wie gesagt, nochmal. Also sagen, du, Wellness ist echt klasse und super schön groß und es ist einfach. Da sind die super wunderbar. Freundlich, ja. Das ist sauber, wunderschöner Wellnessbereich, die Zimmer sind auch okay, gar nicht zu meckern. Ja, aber das Essen ist sehr bedürftig, sagen wir mal so. Frühstück ist Standard, das ist okay, das ist eigentlich wie üblich. Ja. Alles dabei ist, gibt es da gar nichts zu meckern. Also, falls man herkommt, ist unsere Empfehlung wirklich nur Frühstück nehmen. Lass die Halbpension weg da. Tja, für Mittag, Abendbrot, was auch immer, muss man wahrscheinlich außerhalb sich irgendwas suchen. Ein Restaurant oder so, keine Ahnung, wo es hier in der Nähe noch ist. Aber hier Mittag, Abendbrot. Ja. Ja, das wäre dann so. Unser Fazit. Jetzt habt ihr das Hotel auch kennengelernt und entscheidet selber. Aber wir müssen sagen, erholt sind wir trotzdem. Ja. Wäre vielleicht auch wirklich anders gewesen, wäre diese Halbpension anders aufgebaut, aber das ist einfach ganz schlecht gemanagt. Ja. So. Na gut. Jetzt ist es auch schon spät geworden und wir werden jetzt schlafen gehen. Eine gute Idee. Und morgen ist schon wieder Abreise. Ja. Irgendwie freut man sich auf die Abreise, also ich zumindest. Ja, irgendwie schon. Irgendwie nach Hause kommen und endlich mal wieder was richtiges essen. Ja, auch das, was man drauf Hunger hat irgendwie auch, ne? Weil wir waren jetzt 3 Tage da. Wir haben am ersten Abend haben wir Hühnchenbrust bekommen. Und jetzt ist der 3. Abend und wir kriegen wieder Hühnchenbrust. Gestern haben wir auch Hühnchen gehabt. Ah ne, gestern war das Schwein. Gestern haben wir mal Schwein bekommen, was ein Rotweingetränk war, was überhaupt nicht geschmeckt hat. Und zwar noch nicht mal durch. Nee. Nee. Ach siehst du, heute gab es ja Kartoffel... Blinis. Blinis. Also die sind ja echt der Lacher schlechthin. Die waren wirklich abgezählt.
4 Stück an der Zahl hat man bekommen. Denn das mal reicht, ja. Also, ruhig, weil man hat so einen Hunger, Gott sei Dank hat man Kekse. Aber man wird auch im Restaurant, wenn man dann weggeht, da wird kein schönen Abend gewünscht. Es wird nicht gefragt, ob es dann geschmeckt hat. Selbst wenn man sagt, es ging, gingen die Kellner nicht mehr drauf ein. Das ist, glaube ich, so etwas, was sie ja nicht hören wollen. Nee, also das ist schon echt der Hammer. Auch von der Rezeption. Man kommt gleichzeitig, wenn man aus dem Restaurant kommt, kommt man an der Rezeption vorbei. Auch da wird man nicht gefragt, da wird kein schöner Abend gewünscht, da wird nicht gefragt, ob alles in Ordnung war im Restaurant. Wahrscheinlich, weil sie das Fazit ja schon kennen. Wahrscheinlich. Also Restaurant und Rezeption ist eigentlich, das kann man hier knicken. Ansonsten, das ist wirklich top. Ja, aber nochmal hier? Nein. Da gucken wir uns doch lieber was anderes an. Ja. Dann wünschen wir euch was. Ja, gute Nacht. Bis nächste Mal. Bye bye.